So, Aufmerksamkeit, bitte guckt alle hier rüber, ignoriert einfach, was drüben passiert. Wir ziehen unser Programm durch, erstens. Und zweitens, wenn ihr Energie habt, dann zeigt sie mir in Form eurer lauten Stimme, inshallah. Also, nochmal, Muslime, Juden und Christen, Hand in Hand gegen Zionisten. Hand in Hand gegen Zionisten. Lauter, Muslime, Juden und Christen. Alter, Muslime. Also bei manchen kann ich es verstehen, dass die fasten. Aber andere, die angereist sind, müssen ein bisschen Energie in den Adern haben. Also raus damit. Muslime, Juden und Christen. Bitte organisiert euch so, dass ihr in einer, nicht so viele in einer Reihe steht, sodass sich eine ordentliche Schlange bildet, okay? Also, wir übertönen die Muslime, Juden und Christen! Muslime, Juden und Christen! Hand in Hand gegen Zionisten! Hand in Hand gegen Zionisten! Geht auf! Muslime, Juden und Christen! Muslime, Hand in Hand gegen Zionisten! Hand in Hand gegen Zionisten! Unsere Stimme bleibt nicht stumm! Unsere Stimme bleibt nicht stumm! Saudi-Arabien bringt Menschen um! Saudi-Arabien bringt Menschen um! Die Leichen werden immer mehr! Gaza! Gazas Leid ist zu schwer! Gazas Leid ist zu schwer! Die Leichen werden immer mehr! Die Leichen werden immer mehr! Gazas Leid ist zu schwer! Gazas Leid ist zu schwer! Frieden für Palästina! Frieden für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Alter! Frieden für Palästina! Frieden für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Hört ihr nicht die Kinder schreien? Hört ihr nicht die Mütter weinen? Hört ihr nicht die Mütter weinen? Leute, macht die Augen auf! Leute, macht die Augen auf! In Gaza gehen Kinder drauf! In Gaza gehen Kinder drauf! Thank you.
Wir müssen aufwachen! Wir müssen aufwachen! In der Menschheitsgeschichte gab es solche vormenschliche Male. Und wir werden immer zurückschauen und sagen: Ach Mann, hätten die das anders gemacht damals? Warum machen wir es jetzt nicht anders? Warum lernen wir nicht aus der Geschichte, sondern rekapitulieren die Geschichte, als wenn es schlecht wäre? Wir müssen aufwachen, Menschen! Auf geht's! Stopp das Morden! Stopp den Krieg! Stopp das Morden! Stopp das Krieg! Thank you.
ist die Welt des Hauch und Sturm. Israel bringt Menschen um. Lauter ist die Welt des Hauch und Sturm. Israel ist der Gott des Hauch und Sturm. So, eine kurze Verschnaufspause. Genießt die Sonne. Alles klar. Wie besprochen, bitte alle zuhören. Wie besprochen sind wir jetzt an dem Punkt angekommen und möchten für die Opfer des Anschlags, was vor einem Jahr hier stattgefunden hat, eine Schweigeminute einlegen. Eine Schweigeminute, dass wir wirklich stumm sind. Keine Handys, kein Geschnacke, kein Sprechen, wirklich stumm. Okay? Den Zeitpunkt geben wir nochmal bekannt, wann es so ist, aber seid schon mal bereit. Und bitte keine Faxen machen, einfach nur stumm sein. Warum müssen wir für die Anschlageminute machen? Wir sterben tagtäglich, uns macht auch keiner. Bismillahirrahmanirrahim. Herr Hasan Sadri wird zur Einstimmung. Ja, wir wollen für die Opfer, für die getöteten 13 Menschen, die hier von einem ISIS-Terrorist, das heißt von amerikanischem Dschihadist, getötet wurden, eine Gedenkminute, eine Schweigeminute abhalten. Aber zur Einstimmung wird Herr Hasan Sadri eine Sure aus dem Koran vortragen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم الفاتحة مع الصلوات وعلى محمد. Vielen Dank, Herr Hasan Sadri. Hasan Sadri belebt unsere Demo immer aufs Tiefste. Also er gibt der Demo eine Tiefe. Ich bedanke mich. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Gottes. Dank, lebe Israel! Dank, lebe Israel! Dank, lebe Israel! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina!